Kaspernan, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und mich hier ein bisschen begleitet. Heute geht es mal um ein wirklich kleines, wichtiges Thema wieder. Und zwar haben viele Leute ja Angst vor Gas. Gasflaschen, Gasöfen, was weiß ich alles. Es ist ja so gefährlich und so weiter. Gehen wir heute mal ein bisschen auf dieses Thema drauf ein. Und zwar ist es so, als erstes einmal, es gibt drei Hauptgasflaschen, die man so bei uns in Deutschland verwendet, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einmal diese hier, das sind die 11 Kilo. Das ist einmal das hier, das nimmt man für Unkraut, Gasbrenner und für alles Mögliche. Und es gibt die, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Das ist diese typische Campingkocher-Kartusche. Um die drei geht's. Und vor den dreien müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr die anschließt und wenn ihr die betreibt, auch nicht, wenn ihr ein paar Sachen beachtet, die wichtig sind und die das Ganze zu einer sehr, sehr sicheren Sache machen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Viel Spaß bei dem Video. Dann kommen wir mal zu den großen Flaschen. Das sind die, vor denen die Leute am meisten Angst haben. Ist aber auch nicht so wirklich gefährlich. Klar, man muss immer aufpassen, habe ich ja vorher schon gesagt. Hier ganz wichtig, Ventil zu, Ventil auf, Ventil zu. Merkt jeder. Und vor allem immer den Geruchstest machen. Wenn es daran riecht, riecht es sofort, ob Gas rauskommt oder nicht. Das ist auch danach wichtig. Dann merken, hier immer Linksgewinde. Das heißt, es dreht sich in die andere Richtung zum Aufmachen. Das heißt, nicht so rum, wie man es gewöhnt wäre, sondern so rum geht es auf. Was man hier machen kann, ist folgendes. Notfalls ist das das einzige Werkzeug, was ihr braucht. Normalerweise, wenn dieses Teil hier da ist, das ist der Druckreduzierer, der sollte eigentlich immer da sein. Dann habt ihr praktisch die Möglichkeit, mit dem hier ein bisschen auf Spannung zu gehen und den praktisch als Krafthebel zu benutzen. Das heißt, ihr nehmt den und dann könnt ihr es aufdrehen, dann ist es eh schon offen und dann kann man das hier ganz leicht aufschrauben. Und immer daran denken, andersrum als man es gewöhnt ist. So, dann ist der offen. Der Gummi, der Dichtungsgummi, ist bei diesen großen Gasflaschen immer an der Flasche. Vergesst nie, dieses Teil hier drauf zu machen. Und wenn ihr eine neue Flasche habt, schaut immer, dass das sauber ist. Dass der Gummi nicht porös ist, das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und hier, man riecht sofort, wenn Gas rauskommt. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Dieses Teil hier funktioniert natürlich auch genau in die andere Richtung. Wenn ihr das verschrauben wollt, sucht zuerst einmal einen Gewindegang, dass man den nicht überspringt. So ganz vorsichtig, damit man diese Plastikkappe nicht kaputt macht. Und wenn ihr den habt, na, sag mal, manchmal funktioniert es nicht, weil die schon ein bisschen ausgenackelt sind manchmal. So, wenn ihr den habt, schraubt es zu. Dann ist es gesichert. Und was auch noch ganz wichtig ist, immer diese Kappen verwenden. Ja, die packt ihr hier drüber, die haben hier so einen Verschluss, zack, ist der fest. Und wenn ihr da anzieht, könnt ihr es wieder runternehmen. So, jetzt neue Flasche kommt. Das ist die neue Flasche. Wie gesagt, ihr wisst, so rum schraubt man es auf. Dann macht sie das Ding runter. Ihr könnt es, müsst es aber nicht. Nehmt so ein bisschen Feuchtigkeit, macht hier den Gummi nass, so, dann ist das eine hundertprozentige Sache. Dann nehmt ihr den Schlauch mit diesem Druckreduzierer, macht das Plastikding hier weg, da ist so eine kleine Nase drinnen, die steckt ihr da rein. Dann schaut ihr, dass das Gewinde hier greift und wenn es greift, dann schraubt ihr es zu. So. Und was ich vorher jetzt gesagt habe, damit ihr diese kleine Zange hier nicht unbedingt braucht, und das handfest ist, also es muss schon gescheit fest sein, aber dann schraubt das hier zu, zieht es mit der Hand, dreht das nach da, zieht das mit der Hand so fest wie möglich und wenn es dann nur noch eine halbe oder viertelte Umdrehung weg seid, dann nehmt ihr das ganze Teil hier und dann dreht ihr das mit dem Druckreduzierer auf Position, so, macht den Geruchstest. Riecht noch nichts, dann wisst ihr, dass sie dicht ist. Schraubt es wieder zu und vor allem immer hier zumachen.
nicht nur am Grill zu machen, sondern hier dieses Hauptventil immer zu machen. Und halt das hier nach dem Druckreduzierer auch nochmal ein Ventil, macht es trotzdem immer das Flaschenventil zu. Das ist das Allerwichtigste. So schnell geht es mit der großen Flasche, so unkompliziert ist es und im Endeffekt so ungefährlich. Das heißt, dreht es nochmal nach und ihr werdet sehen, wenn ihr das so macht und ihr nehmt diese kleine Kombizange, also dieses Messing, das ist sehr weich. Aber ihr seht, wenn ihr die Zange nehmt, ihr könnt es auch mit der Zange nicht mehr wirklich wahnsinnig viel drehen. Wenn ihr das noch weiter dreht, dann macht ihr das Gewinde wahrscheinlich kaputt. Und wenn die Zange länger ist als so, müsst ihr auch vorsichtig sein, weil die Hebelwirkung so groß ist, dass dieses weiche Messing, ich denke immer, dass es Messing ist, nicht Kupfer, dass dieses weiche Messing dann wirklich im Gewinde kaputt geht. Und wie gesagt, immer darauf achten, Gewinde läuft in die andere Richtung. Nicht so wie bei einer Flasche, also einer Trinkflasche. Ja, das war's zu der hier. Dann kommen wir mal zur nächsten sehr weit verbreiteten Gaskartusche. Das ist diese hier, die man für diese Unkrautverbrenner hernimmt, die man auch für 1000 Einsatzmöglichkeiten. Also wie gesagt, bei uns eine der weit verbreitetsten drei Gaskartuschen. Da ist es auch ganz einfach. Hahn zu. Dann schraubt man diese hier ab. Die so, wie man es gewöhnt ist. Die hat hier oben ein Ventil drinnen. Das verschließt von selber und das öffnet von selber. Das heißt, hier ist nur so ein Stöpsel drinnen wie bei der großen normalen Gasflasche. Das heißt, die wird nicht angestochen. Das ist keine Flasche, wenn die angestochen ist, dass man sie ausleeren muss oder dass dann das ganze Gas rauskommt, sondern die hat ein Ventil und der Dichtungsgummi ist wieder hier in dem Apparat drinnen, nicht in der Flasche. Also nicht so wie bei der großen 11 Kilo oder 11 Liter Flasche. Ja, der ist hier drinnen. Weiter geht es dann folgendermaßen. Man nimmt dieses Teil, nimmt diese Flasche, ganz neu, da oben ist ein Plastikstöpsel drauf, den zieht man runter oder schraubt ab. Die hat ein Außengewinde hier. Man setzt dieses Gewinde ein, schaut, dass es greift, ganz vorsichtig wieder, damit man keinen Gewindegang überspringt, weil diese Flasche ist ja praktisch aus, ja, aus gepressten, ganz dünnen Weißblech wahrscheinlich. Und wenn man das falsch ansetzt, dann drückt man dieses Gewinde zusammen und das wäre halt natürlich blöd. So, man schraubt es hier rein, man hört es schon, kurz macht es einen kleinen Zischerer und sobald der Gummi greift, so wie jetzt hat, verschraubt man die hier handfest, bis das hier wieder bündig ist und dann kann man hier testen, ob es dicht ist. Und wie gesagt, macht es wieder den Geruchtest. Wenn man hier nichts riecht und ihr riecht das Gas, glaubt es mir, dann ist das auch dicht. Ja, damit hätten wir auch diese hier geklärt. Dann kommen wir mal zu dieser Gaskartusche hier. Diese Gaskartusche ist wahrscheinlich so die gebräuchlichste, die es bei uns gibt. Wenn ihr die kauft, die gibt es immer in solchen 1er, 2er, 3er, 6er, wie auch immer Packs. Und die schauen so aus. Da ist jetzt so, ich brauche da gerade keine frische neue, deswegen zeige ich euch das hier. Die wird immer hier oben angestochen. Das ist der große Unterschied zu den ganzen anderen Gaskartuschen, weil die hier praktisch irreparabel beschädigt wird, wenn man die hernimmt. Da ist ganz wichtig, meistens ist da so ein komischer Barz drauf. Den solltet ihr bei dem einen oder anderen Brenner runter machen, weil der nämlich den Abstand verringert. Und wenn dieser Abstand verringert ist, dann ist das natürlich schlecht, weil nämlich dann dieser Deckel hier nicht ganz schließt. Also schaut, dass die da oben gescheit sauber ist und macht diesen ganzen Schmarrn hier weg. Zur Gaskartusche ist es so, jedes Gerät, ob das jetzt ein Campingkocher, so ein kleiner Bunsenbrenner oder sonst irgendwas ist, der hat hier oben einen Dorn drinnen. Schraube ich das ab, dann seht ihr nämlich gleich mal den nächsten Gag und hört es gut zu, sage ich mal kurz nichts. Es zischt ganz kurz. Und das ist auch wichtig für euch alle. Hier seht ihr den Dorn da drinnen. Der sticht es an. Und das ist praktisch der Dichtungsgummi, der da drauf ist. Da natürlich auch schauen, dass er nicht porös ist. Dass er nicht splittert. Dass er nicht spröde ist. Vielleicht ein bisschen anfeuchten. Und jetzt kommt der Gag an der ganzen Sache. Diese Kartuschen, wenn ihr das Ding wieder rausschraubt. Und das wissen jetzt nicht wirklich alle.
Die haben hier oben so ein kleines Plastikplättchen drinnen oder Metallplättchen. Das heißt, die verschließen auch wieder, wenn ihr die rausnehmt. Das heißt, die ist nicht angestochen und dann offen für immer, sondern die ist angestochen und verschließt aber wieder. Die hat so ein kleines Ventil drinnen, aber die äußere Kartusche ist kaputt. Das heißt, ihr solltet die nicht unbedingt aus dem Gerät rausnehmen, sondern immer in diesem Gerät drinnen lassen, bis sie leer ist. Aber das ist der Notfallplan, damit hier nicht unbedingt Gas austreten kann. Ihr nehmt jetzt praktisch die neue Kartusche, so vorbereitet, nehmt das Teil, nehmt es auch wieder vorsichtig hier, schraubt es wieder vorsichtig rein. Und erst wirklich mit Gewalt schrauben, wenn ihr merkt, dass der Gewindegang gegriffen hat. Ihr hört schon den Gummi quietschen. Und jetzt schiebt sich der Dorn praktisch in diese Metallkartusche rein. Jetzt zischt es wieder kurz. Und beim ersten Mal, wenn es zischt, solltet ihr ein bisschen schneller dann schrauben. Und jetzt ist es egal, weil die ja eh schon offen ist und das Ventil schon aktiviert ist. So, dann macht ihr das wieder handfest. Macht den Geruchstest, bevor ihr jetzt hier das Ventil aufdreht, bei was auch immer, Geruchstest, ob es nach Gas riecht. Wenn es nicht nach Gas riecht, habt ihr alles richtig gemacht. Und danach könnt ihr testen, ob es funktioniert. Ihr seht, Gas geht. Und jetzt halt einfach wieder zudrehen und das Teil ist fertig. Das Vorherriechen ist deswegen wichtig, weil wenn ihr das aufdreht und das laufen lasst, strömt die ganze Zeit so ein bisschen Gas raus und es riecht immer nach Gas. Wenn das ganz frisch ist, ist da noch nicht wirklich Gas rausgeströmt und ihr merkt es. Dieser Gasgeruch ist sehr penetrant. Das bedeutet, glaubt es mir, wenn ihr nicht irgendwelche Probleme mit den Atemwegen habt, dann riecht ihr diesen Gasgeruch. Ja, so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Das war's zu dieser kleinen, gängigsten Alltagskartusche. Ja, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt jeder so ein bisschen sicherer im Umgang mit Gas oder mit diesen ganzen Gaskartuschen. Ihr müsst euch da keine großen Sorgen machen, wenn ihr diese Regeln beachtet. Und wie gesagt, ich sag's nochmal zum Schluss: die wichtigste Regel, riecht's dran, riecht's nach Gas, habt ihr was falsch gemacht. Ganz wichtig: jedes Teil hat ein Ventil, jedes Teil draußen im Freien benutzt ist extrem ungefährlich. Jedes Teil drinnen in einer kleinen Hütte oder in einem Zelt benutzt, sollte man sofort, wenn es nach Gas riecht, sich was überlegen. Und vielleicht nicht mit dem Feuerzeug nachschauen, wo der Gasgeruch herkommt. Aber das sollte jedem klar sein. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, kauft kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Gebt es mal einen Daumen nach oben, da freue ich mich brutal drüber. Hinterlasst Kommentare, freue mich eigentlich am allermeisten, nein, nicht eigentlich, sondern ich freue mich am allermeisten, wenn ihr kommentiert. Ja, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf und führt euch bis zum nächsten Video.